Also zum 1-1, das war noch ein guter Frame, wichtiger Frame. Und dann, er hat im dritten vielleicht ein bisschen Glück gehabt, als er 2-3 lange Bälle angegangen ist, aber nie was liegen gelassen hat. Und er hat aber dann auch sehr gut gelocht und hat die Frames dann die letzten zwei sehr, ja, sehr solide gewonnen. Okay. Persönlich für dich, wer ist jetzt hier der Favorit heute? Wer wird hier? Ja, also jetzt ist ja das andere Halbfinale gerade, Sascha Lippe gegen Stacher Jakob. Ich glaube, da setzt sich der Sascha durch, da er schon Favorit ist. Und das Finale wird eng. Also die haben gestern schon in der Gruppe gespielt, da ging es 2-1 für den Igor aus. Aber es ist eine knappe Sache. Vielleicht, ich tippe eher auf Igor, da er ganz gut drauf ist. Aber wird eine knappe Kiste. Im zweiten Frame, wo ich das zweite Frame verloren habe, da wusste ich schon, aha, jetzt wird es sehr schwierig. Und ich kenne den Sascha Lippe ganz genau und ich habe ja schon ein paar Mal schon gegen ihn gewonnen, aber er ist doch deutlich besser und ich bin spiele ja nicht diesen Level, was er jetzt momentan spielt. Also, zweite Frame war schon entschieden. Okay, wer ist jetzt Favorit fürs Finale? Ganz würde ich jetzt sagen, Sascha doch nicht, der Igor. Der spielt für mich in Essen, in meinem Clubverein, 147. Und er wird das schon gewinnen. 3-1, tippe ich. Ich hasse es immer, wenn ich verliere, aber es war ein tolles Finale, es war spannend, es ist auf die letzten Bälle entschieden worden. Er hat heute Geburtstag, also ich kann es verkraften. Aconteceu que quando eu coloquei 2-0, teve momento meu de desconcentração e o Sasha ainda continuou focado no jogo e isso fez a minha queda e ele continuou mantendo a sua média. Foi na partida, na sexta partida, onde eu fiz 6-6, quando ele me deu a chance com a bola vermelha na boca. E eu tive um mau posicionamento e acertei uma bola azul de longe e tranquei a partida e foi ali que eu falei, agora é a minha vez.